freue mich sehr, heute bei Ihnen hier zu sein, in dieser super Location. Habe ich auch nicht so oft in so einer tollen Location mit dem Ausblick hier. Und mich mit Ihnen zu einem meiner absoluten Lieblingsthemen auszutauschen. Also es geht um Geschäftsmodelle in Industrie 4.0 und in IoT. Und ja, die große Frage ist eigentlich, wie ist die Temperatur zu diesem Thema hier im Raum? Wer von Ihnen beschäftigt sich denn aktiv mit der Gestaltung des IoT-Geschäftsmodells eines Unternehmens? Wenn ich um ein kurzes Handzeichen bitten dürfte, gibt es da jemand? Oh ja, schon, ich würde sagen, so 5% vielleicht der Teilnehmer. Vielen Dank. Sehr gut, haben wir sicherlich eine gute Diskussion dann gleich anschließend und auch heute Nachmittag dann bei dem World Café. Und alle anderen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, wer von Ihnen weiß, dass in Ihrem Unternehmen das Thema momentan zumindest aktuell ist, dass sich jemand damit beschäftigt? Gibt es noch? Ja, nochmal vielleicht 5%, also immer 10% hier im Raum. Letzte Woche war ich beim VDI-Kongress in München, da waren es 80%, aber gut, schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass das eines der Themen ist oder eines dieser wenigen Themen ist, die wir in Deutschland unbedingt beherrschen müssen, um die digitale Transformation hinzubekommen. Ne? Eines der wenigen Themen, wo ich der Meinung bin, das müssen wir auf jeden Fall meistern und es ist eigentlich gar nicht so schwer. Gerade in Deutschland sind wir ja, was Produktinnovation und Prozessinnovation angeht, sind wir ja Weltmeister und in Zukunft werden jetzt eben auch diese Geschäftsmodellinnovation wichtiger und das wäre schön, wenn wir da auch in diese Richtung ein bisschen hinbekommen. Ne? Eigentlich ist es auch in der Theorie recht einfach. Wir haben super Hardware, also physische Produkte. Jetzt bauen wir da noch eine tolle digitale User Experience obendrauf und da obendrauf dann irgendwie noch ein schönes Geschäftsmodell. Klingt eigentlich gar nicht so schwierig. In der Praxis scheitern aber tatsächlich die meisten Unternehmen damit. Und Cisco hat letztes Jahr eine Studie rausgebracht, dass 75% etwa der aller IoT-Projekte scheitern und nicht nur an Thema Geschäftsmodell, sondern teilweise schon viel früher an Technologiethemen und Ähnlichem. Wie schon gesagt, wir haben über 30 Projekte bisher gemacht, bisher war es keins gescheitert und ja, vielleicht können Sie die eine oder andere Anregung eben mitnehmen. Ganz kurz zu uns, wir wurden ja schon so freundlich vorgestellt, was wir tun, 2012 gegründet, als ich einen guten Freund im Silicon Valley getroffen habe, der hat mir gesagt, Mensch, triff unbedingt diese drei Hardcore-Hacker in Deutschland, die halte ich für die Besten, die es mit so gibt in Deutschland und ihr werdet bestimmt was zusammen gründen. Das haben wir dann eben tatsächlich 6 Monate später, 2012, gemacht und haben uns sehr stark auf dieses Thema IoT und Industrie 4.0 fokussiert. Und ich glaube, ohne jetzt lange auszuholen, ich glaube, was uns unterscheidet, ist, dass wir wirklich schon seit vielen Jahren große Projekte machen, nicht nur kleine Piloten, und dass wir unabhängig sind. Also wir wollen nicht unseren Kunden unbedingt ein IBM oder ein Microsoft oder irgendwelche Plattformen oder verkaufen, sondern wir schauen tatsächlich immer von den Anforderungen der Kunden, was wollen die gerade machen, was ist dann die richtige Plattform, die richtigen Technologiebausteine dazu und bauen das richtig zusammen als Systemintegrator, wenn Sie so wollen. Ne? Und für einen Motorenhersteller sind wir gerade dabei, ganz viele oder über 100.000 Motoren, die weltweit rumfahren, zu vernetzen. Also das sind so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und zwei Sachen, um es ein bisschen konkreter zu machen. Für Fissmann haben wir schon seit vielen Jahren Millionen von Heizungen vernetzt. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was kommen da eigentlich für Daten aus diesen Heizungen. Irgendwie interessanterweise aus jedem Heizungstyp kamen andere Daten, weil das natürlich nicht abgestimmt war und man sich nie Gedanken gemacht hat, dass man die mal vernetzen möchte. Das heißt, wir haben das Ohr rangehalten, geschaut, was kommen da eigentlich für Nullen und Einsen raus, haben dann in der Cloud so eine Plattform aufgesetzt, um die zu standardisieren, um das mit einer App dann steuern zu können. Ne? Anderes Beispiel, den kennen Sie sicherlich alle, Trumpf, sind ja morgen auch noch hier und erzählen was. Die wollen natürlich ihre ganzen Lasermaschinen und 3D-Drucker smart machen. Und denen haben wir eben auch geholfen da. Und vielleicht kennen Sie auch diese Trumpf Axum-Plattform, da kommen wir nachher zu, auch ein spannender Geschäftsmodellansatz. Jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier gerade kommt. Vielleicht kann das noch jemand lösen. Aber sonst erzähle ich einfach so weiter. Und die große Frage ist jetzt eigentlich, was muss ich hier irgendwas tun? Naja, ich muss einen Hotspot-Pass kaufen. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Ja, die große Frage ist eigentlich, wie relevant ist eigentlich das Thema IoT und Internet der Dinge für die Industrie und das Thema Geschäftsmodelle? Und auch insbesondere für Einzelfertiger. Und das können wir auch heute Nachmittag in dem World Café noch vertiefen. Ich glaube, wenn man das mal so diese ganzen Hype-Begriffe, die es da gibt, wenn man das mal so grob strukturiert, glaube ich, gibt es eigentlich zwei Bereiche. Einerseits, ich mache meine Produkte und Services smart. Ja, also ich kann mich dadurch besser differenzieren und kann neue Monetarisierungsansätze darauf setzen. Oder ich kann meine internen Prozesse vernetzen und smart machen. Und während ich bei den internen Prozessen schaue, eigentlich, dass ich mir das möglichst standardisiere, weil da gibt es schon
tollen Plattformen wie eine Axum oder ähnliches, ist es eigentlich bei den eigenen Produkten, muss ich mir schon überlegen, wie kann ich da eine individuelle Note reinbringen, weil wenn man sagt, in Zukunft wird sich Hardware immer mehr kommoditisieren, können wir gleich noch diskutieren, und wird immer mehr standardisiert, und dann kaufe ich mir auch noch irgendeine digitale Lösung drauf, die auch noch standardisiert ist, wo ist dann eigentlich meine Wertschöpfung und wo ist eigentlich die Berechtigung dafür, dass ich dann eigentlich noch eine Marge darüber bekomme. Und an diesen Gedanken würde ich gerne anknüpfen. Es wurde in den letzten Jahren sehr viel diskutiert. Hardware wird kommoditisiert und ich glaube, das kann man von zwei Seiten betrachten. Einerseits kann man sagen, gut, die technologische Entwicklung, und das sehen tatsächlich viele unserer Kunden so, dass sie sagen, na gut, wir haben jetzt jahrzehntelang, waren wir immer der Kurve der Entwicklung immer ein bisschen voraus und weiter als unsere Wettbewerber, aber langsam werden die Schritte immer kleiner, weil wir sind bei vielen Dingen am physischen Optimum eigentlich angelangt. Und die zweite Perspektive, und die finde ich eigentlich die interessantere, ist die, dass viele sagen, naja, ich kann jetzt meinen, also wir haben auch einen Roboterhersteller als Kunde, das ist allerdings ein Wettbewerb von ihm, der Fanuc aus Japan, kann sagen, ich kann meinen Roboter, meinen Industrieroboter noch ein paar Millisekunden schneller machen, mit viel, viel Aufwand, aber der Mehrwert für den Kunden ist es eigentlich dann nicht so sonderlich groß, weil es ist eigentlich schon alles durchoptimiert. Die Prozesseffizienzverluste beim Kunden, wo der Roboter steht, sind eigentlich die Schritte vorher und nachgelagert. Also wie kommt das Material zum Roboter und wie werden dann die Teile wieder wegtransportiert, und da sind dann häufig so Effizienzgewinne oder Verluste von 20-30% möglich, und deswegen denken eben tatsächlich viele von diesen Maschinenanlagenbauern jetzt in diese Richtung und sagen, na gut, dann lass uns doch lieber diese Maschine vernetzen, da ist der Mehrwert dann einfach deutlich höher von einem bestimmten Budget, was ich reinstecke für meine Kunden. Das heißt eigentlich so die nächste Stufe der Differenzierung eigentlich, wenn ich sage, ja, die letzten Jahre haben wir uns um andere Dinge gekümmert, dann ist Vernetzung eigentlich die nächste Stufe der Differenzierung. Und daran anknüpfend auch, wie kann man sich noch differenzieren? Das Bild kennen Sie wahrscheinlich alle, das Google Car hat jetzt mit den Autos, die hier heute rumfahren, nicht so viel gemein und sieht auch nicht annähernd so schön aus. Eigentlich nichts, wo man sagt, haben will. Ne? Aber trotzdem machen sich alle Autohersteller um die Bedrohung durch Google oder Tesla Gedanken, was einfach nicht daran liegt, dass die so tolle Hardware bauen. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Das ist es nicht. Sondern tatsächlich, dass Google sagt, naja, komm, wir können nicht so schicke Sportwagen bauen, aber wir können über das Geschäftsmodell angreifen. Und das ist ja was Google sich gedacht hat und was in vielen anderen Industrien mittlerweile auch immer stärker kommt, dass sie sagen, na gut, ich verkaufe nicht mehr dieses physische Produkt, sondern ich biete einen Service an. Und Google sagt, gut, wir lassen diese autonomen Fahrzeuge irgendwo rumfahren und dann kann man von A nach B fahren damit und muss nicht immer was für bezahlen, weil wir über werbefinanzierte Modelle das ganze Geld wieder reinholen. In die gleiche Richtung denkt jetzt auch Volkswagen und andere, und das sehen wir eigentlich immer mehr Industrien. Und wenn Sie das kurz, das lässt natürlich viel Raum für Kreativität, wenn Sie das kurz lesen, dann trinke ich einen Schluck Wasser. Und in vielen Branchen gibt es da momentan interessante Gedanken. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint in dem Fall. Die Frage ist, was können wir konkret tun? Ne? Und ich glaube, die wichtigste erste Frage, und ich habe das in sehr vielen Vorstandsdebatten erlebt, immer, wenn man sich tagelang erhitzt diskutiert, in welche Richtung wird das Geschäftsmodell eigentlich entwickelt. Ich glaube, die wichtigste erste Frage ist erstmal, wie definieren wir eigentlich für uns Geschäftsmodell, bevor wir da lange uns in Offsites an irgendeinen schönen See zurückziehen und darüber nachdenken. Weil tatsächlich wurde der Begriff zum ersten Mal 1998 geprägt, und seitdem gibt es über 200 Definitionen davon, und Sie finden alles von, es ist nur ein bisschen Pricing, bis es ist das gesamte Unternehmen. Und das heißt, bevor Sie in so eine Diskussion einsteigen, ist immer wichtig, worüber wollen wir eigentlich reden. Ich unterrichte an zwei Unis, da nehme ich auch gerne dieses Business Model Canvas, vielleicht kennt das jemand von Ihnen, das ist heutzutage sehr beliebt. Für traditionelle Unternehmen empfehle ich eigentlich immer drei Elemente, welche Produkt-Markt-Kombination biete ich an, wo habe ich mich in der Wertschöpfungskette fokussiert und wie verdiene ich damit am Ende Geld. Ja? Wenn man mal in so ein paar Themen reinzoomt, ganz interessant, bei den Produkt-Markt-Kombinationen sieht man sehr, sehr viele, die momentan ihre bestehenden Produkte für die bestehenden Kunden einfach mit IoT ein bisschen aufwerten, zum Beispiel mit so einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, die sagen, wir bieten kostenlosen Condition-Monitoring dazu. Was man sehr viel hat im Bereich Predictive Maintenance ist, dass man sagt, also vorausschauende Wartung, ja, wenn dieses Ding kaputt geht, ist es für den Kunden ein sehr, sehr großer Verlust ökonomisch. Ja, irgendwie Downtime hat er vielleicht irgendwie von 5 oder 6% im Jahr. Und wenn das natürlich, wenn ich die rausholen kann, dann ist sozusagen der Mehrwert für den Kunden groß. Das heißt, ich mache da ein neues Produkt raus. Ja, deswegen auf dieser Achse neues Produkt, also neues monetarisierbares Angebot. Oder man kann auch ganz oben rechts in die Ecke, wie es zum Beispiel Trumpf macht, sagen, naja, bisher stelle ich Maschinen her, jetzt biete ich eine große Plattform an. Ja, das so als groben Überblick zu diesem Thema Produkt-Markt-Kombination. Wir haben das letztes Jahr mal untersucht, haben uns ein paar hundert Projekte angeschaut, 730 waren es, sehe ich gerade, und festgestellt, gut, die meisten, also ein ganz, ganz großer Teil will eigentlich den
bestehenden Kunden was Neues verkaufen und tatsächlich da mehr Geld mitverdienen. Und auch immerhin ein knappes Drittel ist dabei, einfach ihre bestehenden Produkte zu optimieren. Ne? Und interessanterweise alle oben, die auf neue Märkte zielen, sind eigentlich immer die Amazons und Googles dieser Welt. Also traditionellen Unternehmen schauen eigentlich immer, was kann ich mit meinen bestehenden Kunden eigentlich mit Digitalisierung, wie kann ich mich mehr differenzieren oder wie kann ich mehr Geld verdienen. Kommen wir zur Ertragsmechanik. Das Thema Value Chain überspringe ich jetzt mal aus Zeitgründen. Kann man auch lange darüber diskutieren, wie kann man eigentlich Geld verdienen. Und wir haben in ganz vielen Projekten festgestellt, eigentlich ist es ganz simpel. Man kann es eigentlich auf drei Dimensionen runterbrechen und sagen, was verkaufe ich, wie ist der Erlösstrom strukturiert und wie ist die Erlösbeziehung. Und ich mache das einfach mal auf. Eigentlich sollte das hier animiert sein, schön im PowerPoint, dass ich sie nicht so überfalle, aber jetzt haben wir nur ein PDF hier leider. Im Grunde genommen gibt es eigentlich recht wenige Möglichkeiten. Ja? Das heißt, viele Berater verdienen da sehr viel Geld mit, damit die Kunden immer die gleichen Sachen zu diskutieren. Aus unserer Sicht ist es ganz simpel. Entweder ich kann ein physisches Produkt verkaufen, wie bisher, meine Maschine oder einen traditionellen Service, also eine ganz traditionelle Wartung oder eben einen digitalen Service mittlerweile, wie Predictive Maintenance, eine Service Cloud oder ähnliches obendrauf. Oder ich kann allein Daten verkaufen, kann ich hier gar nicht sagen, aber BMW bietet zum Beispiel Car Data an, die sagen, Mensch, lieber Kunde, wenn du einen BMW fährst und deine Daten freigibst, dann verkaufen wir die an eine Versicherung oder jemand anderen, der da Interesse dran hat und die können dir dann wiederum schöne Produkte darauf anbieten, also irgendwelche maßgeschneiderten Dinge. Oder eben den Kundenzugang. Wir hatten schon dieses Google-Beispiel, die sagen, naja, dann kannst du mit diesem Auto fahren und ich gebe jemand anderen den Zugang zu dir, indem er dir Werbung zeigt. Oder es gibt auch zum Beispiel General Electric, die ihren App-Store dann haben auf ihrer Predix-Plattform und sagen, na gut, du kannst Apps quasi für meine Maschinen und für alle, die meine Plattform nutzen, programmieren und jedes Mal, wenn diese App gekauft wird, dann kriegen wir ein paar Prozent, also sehr spannende Modelle. Unten auf der unteren Achse ist natürlich ganz klassisch, wir können nach Zeit einmalig eine Maschine verkaufen, wie wir es traditionell gemacht haben. Wir können nach Zeit ein Mietmodell machen und die zwei Sachen, die da blau markiert sind, sind eigentlich die spannenderen jetzt nach Nutzung. Ich glaube, das kennen Sie, das ein oder andere Modell, ob das von Rolls-Royce, die ihre Turbinen nicht verkaufen und sagen Power by the Hour, das heißt, wo dann nach Stunden abgerechnet wird, oder auch ein Käser, der sagt, na gut, wir verkaufen keine Kompressoren mehr, sondern tatsächlich einfach Kubikmeter Luft aus unseren Kompressoren. Ne? Das ist ein sehr schönes Beispiel, wobei die auch bislang nur 15% Umsatz damit machen. Das wird immer sehr gehypt, dieses Beispiel. Da muss man auch mal auf dem Boden bleiben. Das braucht alles seine Zeit, bis sich die Dinge entwickeln. Oder ich kann auch direkt nach Erfolg verkaufen. Das heißt, ich verkaufe nicht mehr der Maschine, sondern ich sage, und das überlegen gerade sehr viele Kunden von uns, naja gut, da gibt es ja sehr viele Maintenance-Prozesse hinten dran. Wir sagen dem Kunden einfach hier, 99% Uptime hat diese Maschine oder wir sind jetzt gerade mit einigen Herstellern von kompletten Anlagen sozusagen im Gespräch, die sagen, ich verkaufe in Zukunft die ganze Anlage und der Kunde muss nur noch zahlen, wenn er eine Uptime von 99% hat. Also sehr spannend. Heißt natürlich auch gleichzeitig, dass ich als Hersteller plötzlich auch Kernfunktionen von der Bank übernehme. Ich muss den Business Case meines Kunden verstehen, ich muss sozusagen das vorfinanzieren und. Also da hängt eine Menge dran. Die Frage ist immer, wenn es alle irgendwann machen, wird natürlich der Wettbewerbsdruck zunehmen und dann wird der Kunde sagen, komm, von wem kriege ich was? Und um es ganz kurz zu machen, dann kann ich es eben direkt vom Kunden mir zahlen lassen oder indirekt, wie bei diesem Thema Daten oder bei diesem Thema Kundenzugang dann von Dritten, die bereit sind, dafür zu zahlen. Und dann kommt noch eine vierte Dimension ins Spiel. Nur diesen vierdimensionalen Würfel habe ich noch nicht hinbekommen. Deswegen steht es rechts daneben. Man kann es natürlich alles dann noch dynamisch gestalten, dieses Pricing, oder personalisieren. Sie kennen es von Uber vielleicht. Diese Uber-Taxis, die rumfahren, wenn jetzt hier heute die Rolling Stones wären und noch ein Zahnarztkongress in Leipzig, dann wären die Preise deutlich höher als an einem ganz normalen Tag. Noch einen Satz dazu zum Thema Plattform und Ökosysteme, weil es so wichtig ist, aber ich glaube, da gibt es morgen einen extra Vortrag von jemand vom VDMA zu. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, man kann nicht alles selber bauen. Also hier haben wir jetzt ganz links in der Ecke dieses Landmaschinensystem, also jemand, der einen Traktor herstellt und diese vernetzt und dann noch andere Maschinen und diese dann smart macht, sondern für den Kunden ist es häufig ja der Mehrwert, dass dieses Gesamtsystem liefert, entscheidend und da gibt es dann viele Bausteine und ja, die wesentliche Botschaft ist eigentlich, man kann nicht alles selber machen, sondern John Deere macht es zum Beispiel und sagen, gut, wir binden noch Wetterdatensysteme an Spezialisten für Saatoptimierung und für Bewässerungssysteme und wir schaffen eigentlich eine offene Plattform, wo wir uns über APIs, wo wir ermöglichen, anderen sich da anzudocken und Mehrwert für unser eigenes Produkt zu schaffen. Könnte man einen ganzen Tag zu sprechen, ist eines meiner Lieblingsthemen, aber schaffen wir heute nicht. Kärcher ist ein sehr
sehr schönes Beispiel. Die haben sich sehr stark fokussiert und gesagt, wie können wir unsere Reinigungsflotten den Kunden besser anbieten, und haben dann so eine Service-Plattform oben drauf gebaut. Und jetzt kann ich diese elektrischen Reinigungsgeräte, die kennen Sie vermutlich, kann ich sozusagen optimieren, wie Ladezeiten sind oder wie der Einsatz von diesen ist. Das heißt, es schafft tatsächlich einen Mehrwert für den Kunden und er kann erstmal umsonst die Daten sehen. Also so ein Freemium-Modell, kann er so ein bisschen gucken, wo stehen die eigentlich alle gerade. Und wenn er dann eben wirklich den richtigen Mehrwert aus dem Modell ziehen will, dann muss er dafür was zahlen. Also sehr schöner Ansatz. Ne? Und Trumpf, wie gesagt, die haben ihre eigene IoT-Plattform gebaut, wo ich vom Rechnungseingang hinten tatsächlich vom Auftragseingang bis zur Rechnungserstellung quasi den kompletten Prozess dann selber steuern kann. Auch sehr schön. Und die haben sich dann tatsächlich diversifiziert damit. Ne? Die Frage, wie setzt man das alles um? Aus unserer Sicht ist es auch relativ simpel, so generisch. Wenn ich irgendwas herstelle, kann ich entweder sagen, gut, ich baue nur Komponenten und dann fokussiere ich mich auf meine eigene Wertschöpfungskette, weil es bringt nichts, diese einzelne Komponente zu vernetzen, weil das macht nachher der OEM, ne? Kommt immer darauf an. Oder ich bin im Lösungsanbieter, das heißt, es ist meistens bei den OEMs, die sagen, ich baue jetzt hier einen digitalen Mehrwert auf mein Produkt oben drauf und kann das dann auch monetarisieren. Und das Dritte ist, was ich in der Regel nicht empfehle, ist eine eigene kommerzielle IoT-Plattform zu bauen. Bis vor 2 Jahren hat noch jeder gesagt, oh, wir wollen unsere eigene IoT-Plattform, unsere eigene bauen. Wir haben gesagt, Himmels Willen, es gibt schon 500 Stück am Markt von Siemens, kennen Sie jetzt alle, Mindsphere, ganz großes Marketing-Thema, eben Axum, General Electric und. Das lohnt aus meiner Sicht wirklich nur, wenn man wirklich in der Industrieautomation unterwegs ist und ganz viel Geld hat und das unbedingt machen möchte. Ne? Also eigentlich sind es immer die unteren beiden Ansätze. Und vielleicht noch so ein wesentliches Learning, was ich mitgeben würde, ist, wenn man so, ich komme ja auch aus der klassischen Strategieberatung, früher bei Roland Berger gewesen oder einem DAX-Konzern in der Strategie, da wird erstmal ganz oben die Strategie entwickelt, dann entwickelt man ein Geschäftsmodell unten, dann kommt man zum Produktkonzept und entwickelt es weiter und irgendwann stellt man fest, hoppala, der Kunde braucht es ja gar nicht, nachdem all diese teuren Berater einmal durchs Haus gezogen sind. Und das ist eigentlich so aus unserer Sicht so das Hauptproblem, dass die meisten tatsächlich sehr, sehr top-down immer noch solche Digitalisierungsprojekte angehen. Und wir empfehlen, auch wenn es sehr, sehr simpel klingt, aber in der Tat ist es tatsächlich sehr, sehr radikal, wirklich vom Nutzer, also von der Mitte auszugehen und erstmal, also wir fahren jetzt gerade auf großen Containerschiffen mit, gucken an, wie wird da mit diesem Motor gearbeitet. Wir sind gerade in einem Holzwerk in Finnland und schauen uns an, was machen die Leute mit ihren dicken Handschuhen in diesem Werk eigentlich. Und das ist eigentlich, wo man wirklich feststellt, wo der Mehrwert nachher generiert wird beim Kunden und wo wirklich die Probleme der Kunden sind. Und dann entwickeln wir uns von da eigentlich weiter zur UX, also User Experience, sagen, wie ist eigentlich die Informationsarchitektur von so einer Anwendung, was brauche ich denn eigentlich alles dafür, wie muss das aussehen, dann die Frage, welche Technologie, vielleicht baue ich so ein Ökosystem obendrauf und dann kommt man erst zum Geschäftsmodell. Und tatsächlich ist es eigentlich so, dass die meisten Unternehmen vom Geschäftsmodell starten und gerne wissen wollen am ersten Tag, kann ich damit Geld verdienen, aber eigentlich ist die Kernbotschaft, muss man erstmal ein werthaltiges Problem der Kunden lösen und die Kunden halten sich meist nicht an die tollen Geschäftsmodell-Ideen, sondern die haben eben andere Themen und ja, erstmal Problem lösen und dann Geld damit verdienen. Wesentlicher Aspekt dabei ist auf jeden Fall die Kultur, das heißt irgendwie dieses datengetriebene und agil hatten wir heute schon gehört und kundenzentrierte Arbeiten und das ist eigentlich aus unserer Sicht der Kern, man ist schneller, man lernt schneller am Kunden und ja, das sind so Worte, die sind sehr, sehr einfach da an die Wand geschrieben, aber ist nicht so ganz einfach. Noch, geben Sie Ihre Daten nicht einfach raus. Das machen sehr viele, teilen das mit irgendwelchen Plattformanbietern und wenn Sie das noch lesen wollen, dann können Sie auf unserer Webseite da so ein White Paper zu downloaden oder ein Buch zur letzten Hannover Messe ist auch rausgekommen, da habe ich auch mit daran geschrieben und ja, ich freue mich aufs World Café nachher und Ihre Fragen vielleicht auch jetzt schon, wenn Sie möchten oder sonst später einfach. Ja, danke.